Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Zelda Majora's Mask. Ich habe, wie ich eben im Stream schon erklärt habe, wo wir heute wieder sind, wieder ein bisschen was offscreen gemacht. Und zwar habe ich die Bombenhäuser und die Deku-Spielplätze zumindest die ersten beiden Tage gemacht, damit ich hier nur noch am dritten Tag machen muss und wir dann da hoffentlich unseren Preis für bekommen, wenn es da überhaupt einen Preis für gibt. Außerdem habe ich ein paar Tipps von den komischen Bombern aufgesammelt, die hier rumlaufen, damit wir bei unseren Aufträgen vielleicht nicht ganz so rumfailen. Und ja, dann brauchen wir eigentlich nicht mehr viel machen, außer die Zeit nochmal vorzuspulen. Auf den dritten Tag. Um da dann auch noch die Aufgaben zu lösen. Das möchte ich nicht. Das war das falsche Lied. Boah, beinahe einen Fehler gemacht. Das war auch das falsche Lied. Ich bin so bescheuert. Ich kann mir das... Ah, nicht den Chat lesen und gleichzeitig spielen. Das ist total... Nein, möchte ich nicht. Ich möchte das machen. Oh. Fängt ja gleich gut an. Super Start. Also, bis zum nächsten Tag möchte ich... Dämmerung des dritten Tages. Ja, ich habe mir wieder meine Witz des Tages-Seite da rausgeholt, weil ihr den ja unbedingt hören wollt. Und ich habe mir eben schon mal kurz angeguckt, der ist nicht besser. Also ich habe noch nicht mal wirklich einen Witz drin erkannt. Aber das wird jetzt wohl Standard sein, dass ich jeden Tag, wenn ich einen Stream mache, dass wir dann uns den Witz des Tages da raussuchen. Total toll auf jeden Fall. Gut, Bombenhaus das dritte Mal. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Oh Gott, das sind viel zu viele Zielscheiben. Was soll ich denn machen? Na, hast du bereits in zwei von einer von den Tagen eine perfekte Trefferzahl gehabt? Willst du einen Wartungversuch jagen? Heute über Zielscheiben, bla. Triff alle Ziele in der Zeit. Plattformfeld verloren. Was denn diesmal? Mit einem Pfeil und Bogen? Okay, ich dachte, das ist das Bombenhaus. Ja. Okay, ihr wart im Weg. Sorry. Der Mond stürzt auf die Erde, da kann ich schlecht zielen. Ich kann meinen 3DS nicht weiter nach links neigen. Sonst drehe ich mich zu weit vom Mikrofon weg. Ja, wow, das war überhaupt nicht schwer. Gut, das freut mich eigentlich, dass es nicht so schwer war. Liebling, er hat dann an drei Tagen der anderen eine perfekte Trefferzahl erzielt. Das ist alles, was wir noch für ihn übrig haben, Liebling. Ach, zum Glück. Ein Herzteil. Sehr schön. Haben wir dann die Quests hoffentlich beendet? What? Ah, okay. Gut, das dritte bekommt man. Alles klar. Haben wir geschafft. Damit können wir dieses Haus auch abhaken. Ja, dann sehe ich den Witz nachher. Kein Problem. Es ist nicht so, als wenn das was Weltbewegendes wäre, aber können wir ruhig nachher machen. Da braucht man sich eigentlich auch gar nicht drauf freuen, auf den Witz. Der kann einfach nichts. Ja, Rassistenhund, lass uns in Frieden. Wir müssen noch den Deku-Spielplatz machen. Da kriegen wir hoffentlich auch ein Herzteil für. Außerdem habe ich hier den komischen Dieb gestellt und möchte mal gucken, was dann am dritten Tag da in dem komischen Fundhaus angeboten wird, wenn er nicht die Bombentasche da verkauft. Interessiert mich eigentlich auch. Also, Deko-Spielplatz, die dritte haben wir ja schon mal geschafft. Aber leider nicht in drei aufeinanderfolgenden Tagen. So, ich möchte es gerne probieren. Ich habe gesagt, ich möchte es gerne probieren. Also lass mich auch... 1,16. Oh ja, die Sekunde, die wir jetzt mehr Zeit haben als in den Tagen davor, die lohnt sich jetzt auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Schaffe ich das überhaupt bis zu der da drüben? Ja. Okay.
So weit, so gut. Dann muss ich noch auf die darüber. Und dann noch auf die beiden schwersten ganz außen. Warte ich mal auf die blaue. Ist die ja... Oh. Vielleicht sollte ich mich auch ganz oben abschießen. Oh, das war, glaube ich, zu spät, oder? Oh, nein, natürlich nicht. Schade. Ja, 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 bla bla. Ich möchte es gerne nochmal machen. Komm raus, ich möchte es... Ja, bla 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 bla. Danke, ich sagte danke. Lass mich rein. Das war, glaube ich, auch wieder unglaublich ungünstiger Zeitpunkt zum Losschießen. Ich wollte eigentlich gleich die blaue hier vorne mitnehmen. So, ich gehe jetzt gleich nach hier draußen, weil das ja die schwierigsten zu sein scheinen. Ja, wenn ich die verkacke, dann brauche ich den Rest gar nicht erst probieren. So, von dem sind darüber. Okay, und jetzt noch die beiden in der Mitte. Oh, das war ein bisschen spät losgeschossen. Aber kriegen wir hoffentlich hin. Nur auf einer Stelle warten und dann... Jawohl! Ist doch nicht so schlimm. Erstaunlich, wieder ein Rekord. Nun, offensichtlich bist du ein Profi und die haben hier nichts zu suchen. Nimm das und komm bloß nicht wieder zurück. Super, vielen Dank. Dann mit dem Belohnungsding möchte ich auch gar nicht zurückkommen. Ach, da sehe ich ja gerade schon den Kietenfuchs. Den wollen wir ja auch noch holen. Können wir ja jetzt auch nicht noch machen, habe ich, glaube ich, in diesem Zyklus noch gar nicht probiert. Und das ist Link versteckt. Die verstecken sich jetzt jedes Mal, wenn ich komme. Weil wir zu gut sind. Ich verstehe. So. Jetzt möchte ich auch was ausprobieren. Bevor ich zu dem Fuchs hier gehe, habe ich ja vermutet, dass da hinten noch ein Fuchs war bei der London Ranch, weil da ja auch die Dingens verschwinden. Die Grassträucher. Und da meint ja jemand, da wäre keiner. Oder man wüsste zumindest nicht, dass da einer wäre. Möchte ich aber einfach mal ausprobieren. Vielleicht hat man den ja hinzugefügt oder so, keine Ahnung. Schleichen wir uns mal langsam mit aufgeladener Wirbelattacke in den Kreis. Oh, verdammt, ich habe vergessen, die Maske aufzusetzen. Ich gehe mal langsam wieder mit der aufgeladenen Wirbelattacke vom Kreis weg. Sollte weit genug weg sein, ne? Puh, das war sogar gerade knapp genug weit weg. Da. Fuchsmaske. Und auf geht's. Und? Ist hier auch einer? Sieht nicht so aus. Doch, wusste ich's doch. Hier ist auch ein Fuchs. Okay. Ja, hallo Junge, mich zu narren ist unmöglich. Mein Bestreben ist vergebens. Wie Kietenfüchse erkennen uns am Glanz und ergänzt, der andere Ort seht. Okay, beantworte dies. Wähle eine der drei Antworten. Zu welchem Volk gehört Mikau? Das ist ein Zora. Das sind nämlich wir, wenn wir uns in Zora verwandeln. Wie viele Kuhfigürchen gibt es in Unruhstadt? What? Was soll ich denn das wissen? 10? Ja, wusste ich doch. Habe ich natürlich mitgezählt. Wie viele Mitglieder zählt die Band Indiegogos? Die Sängerin, der Gitarrist, der andere... Ich weiß nicht, ob der auch eine Gitarre spielt, man kann es ja schlecht erkennen. Der Trommler und der komische Dirigent. Das müssten 5 sein. Jawohl! Oh, zu welcher Tageszeit wacht Romani auf? Das war 6. Ja. Wie lautet der Vater, der Name des Vaters von Anju, der Besitzerin des Gasthofs? What? Tortus? Boah. 5 Fragen? Ich habe gehört, 3 Fragen sollen wir machen. Okay, 5 Fragen war heftig, aber wir haben es geschafft. Ja, schön.
Vielleicht werden wir unsere Wege wegkreuzen. Kann man bei beiden Füchsen was abholen, oder? Dann gehe ich jetzt bestimmt noch zum anderen Fuchs. Also zwei von den Fragen wusste ich tatsächlich. Die anderen waren mehr oder weniger geraten. Oder? Ich wusste, wer Mikau ist. Und, nee, ich wusste auch, wann sie aufsteht. Okay. Ja, ich spanne den nämlich hinterher, deswegen weiß ich ganz genau, wann sie aufsteht. Also drei von den fünf Fragen wusste ich tatsächlich. Die anderen beiden waren geraten. Ich habe keine Ahnung, wie ihr Vater heißt, aber Tortus habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal gehört gehabt. Die anderen Namen kamen mir vollkommen unbekannt vor. Wahrscheinlich gibt es alle drei in diesem Spiel und ich habe die anderen beiden nur nicht im Kopf gehabt. So, kommt hier jetzt auch noch ein Fuchs? Tatsächlich. Kann man bei beiden ein Herzteil abstauben? Drei Antworten will er nur wissen. Oder? Nee. Wie lautet der Name der Sängerin der Indiegogo? Das war Lulu. Wohin möchte Kremia, Besitzerin der Romanien, die Milch liefern? Das war in die Milchbar, oder? Ja. Ja, macht auch eigentlich Sinn. Wohin möchte sie Milch liefern? In die Milchbar. Wie hoch wird der Turm am Festplatz nach seiner Fertigstellung sein? Das habe ich beim letzten Mal schon verkackt. Waren das sechs? Boah, ich hasse dich, Fuchs. Ich wusste jetzt, dass der Kacktingel da oben Rechtshänder ist, wo ich beim letzten Mal versaut habe. Ah. Okay, kann ich jetzt an diesem Tag noch irgendwas machen? Ich weiß, dass ich beim letzten Mal noch was machen wollte, was ich jetzt nicht mehr mitgemacht habe. Das wollte ich jetzt... Ich weiß, ich habe ein Schwert, lass mich durch. Ich will nicht mit dir reden. Beim letzten Mal wollte ich ja eigentlich... hier unten reinspringen, als ich den Typen da oben auf dem Pilz oder was das darstellen soll, diesen komischen Berg in Pilzform gesehen habe. Da wollte ich ja eigentlich hier unten rein. Das fiel mir dann nach der Aufnahme wieder ein. Und deswegen machen wir das jetzt mal, weil wir hier noch nicht... Oh, da sind nur zwei von diesen Kackviechern. Okay, die bewachen doch bestimmt irgendwas. Kann ich dich von hinten... Ja, ich kann dich von hinten angreifen. Dann nehme ich dich mal ordentlich von hinten, mein Freund. Boah, ich hasse dich. Okay, vier Schläge anscheinend. Oh, gibt es sogar einen 50er-Rubin. Aber wenn der auch einen 50er-Rubin gibt, dann habe ich leider... nicht genug Platz für die Rubine, aber es sind dann 16 Stück. Die kann ich nicht mehr verkraften, dass wir die nicht bekommen. So. Ich habe eben im Chat schon gelesen, hier scheint es ein Herzteil zu geben. Kann ich ja nicht wissen, dass es hier ein Herzteil gibt. Scheint wohl sehr offensichtlich zu sein, dass man hier eins kriegen kann. Ich war da halt noch nicht drin. Tut mir leid. So, Herzteil gefunden. Hey, dann ging das wohl der Wald. Oh, das waren sogar fünf. Da haben wir jetzt vier Stück heute gesammelt. Stimmt, eins vom Fuchs, eins vom Bombenhändler, eins vom komischen Dekotypen und eins hier. Dann war das ein sehr erfolgreicher Tag. Eigentlich wollte ich die restlichen Teile hier sammeln, nachdem ich den letzten Dungeon geschafft habe, weil wir dann ja auch alle Items besitzen. Aber wenn das schon mal so auf dem Weg liegt, dann nehme ich es natürlich gerne mit. Lied der Schwingen zurück nach Unruhstadt. Liefern wir unsere 500 Rubine ab. Ein bisschen Rubine habe ich auch gesammelt. Aber ich soll ja bis 5000 machen, also habe ich jetzt gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte. Das dauert ja noch ein bisschen. Okay, und dann spulen wir die Zeit mal zurück. Damit wir auch ein bisschen mehr Zeit... Ah nein, will ich nicht. Ich möchte die Zeit nicht zurückspulen. Erstmal möchte ich noch bis nachts spulen, um zu sehen, was es jetzt im Kuriositätenladen gibt. Das wollte ich ja eigentlich noch machen. Nachdem ich den Typen daran gehindert habe, die Bombentasche zu klauen.
Ja, 8 Stunden verbleiben. Wo ist denn... Da, ich habe jetzt kein Geld dabei. Wahrscheinlich muss ich dann eh nochmal zurück, aber ich muss erstmal gucken, ob es überhaupt was gibt. Ich brauche die blöde Fuchs... Ne, obwohl die Fuchsmaske brauche ich jetzt doch noch. Lasse ich das mal so weit. Und ich habe auch schon gehört, dass ich bei dieser komischen Carfight-Quest wohl noch einiges machen muss, um die komplett abzuschließen. Das werden wir, wie gesagt, wahrscheinlich erstmal das nach dem Dungeon machen. Oh, der bietet tatsächlich was anderes an. Was ist das denn? Ja, dann nehme ich die Fuchsmaske halt ab. Du verkaufst eine Maske und sagst, Faschingsnarren werden nicht bedient? Nee. Maske danach besonders beliebt bei Nachteulen aller Art. Zwar weiß ich nicht mehr, wann sie hergestellt worden ist, aber sie ist auf jeden Fall ein sehr ausgefallenes Stück. Trägst diese Maske, findest du keinen Schlaf. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Ganz schön unheimlich. 500 Rubine. Na, die können wir ja mal kurz auftreiben. Gut, dass ich das Geld gerade eingezahlt habe. Okay, es gibt Gegner, die können einen einschläfern. Wahrscheinlich. Da hilft die höchstwahrscheinlich gegen die Maske. Ich weiß nicht, was wir mit der Maske wirklich groß anfangen können. 2837 Rubine. Nimm mal mit. Für alle Abhebungen wird eine Gebühr von 4 Rubinen verlangt. Ich hasse dich. Wunschlos glücklich. Okay, ich dachte jetzt schon, er hat uns mit unserem abgehobenen 4 Rubine gegeben. Ja? Naja, bei euch hat's geleckt. Das kann aber nicht an mir liegen. Ich habe noch 0% verworfene Frames. Also heute liegt es definitiv nicht an mir. Ich muss zu der alten Frau, die mich Tortus nennt, da kriege ich ein Herzteil. Die suche ich dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt gerade sein kann. Ich möchte die Maske der Nacht haben. Die kriegt man vielleicht auch irgendwie billiger. Keine Ahnung, die Bombentasche konnte man ja auch einfacher kriegen. Aber das haben wir. Kuriose Sonderangebote. Du hast am dritten Tag im Kuriositätenladen die Maske der Nacht erworben. Ein teures Sonderangebot. Ich habe nichts für dich. Lass mich in Frieden. Ich habe meine Items auch mal unten ein bisschen sortiert. Die Flaschen alle in die untere Reihe und so. Okay, dann haben wir das auch geschafft und dann können wir die Zeit jetzt auf jeden Fall zurückspulen. Ich habe auch kein Geld mehr dabei. Dann versuchen wir es jetzt im nächsten Zyklus nochmal den Fuchs. Der eine Fuchs hat uns ja schon was gegeben. Mal sehen, was der andere Fuchs uns jetzt noch gibt. Zum Hotel in Unruhstadt, okay. Na gut, das mache ich gleich noch. Wir sind ja schon gerade da. Aber dann wirklich zum nächsten Dungeon. Beziehungsweise erstmal zum Friedhof, um uns ein Lied zu holen, damit wir dann irgendwie in den nächsten Dungeon rein können. Lotterie? Ich weiß nichts von der Lotterie. Ich komme mir so blöd vor in diesem Spiel, weil sich alle mit diesem Spiel auskennen, nur ich nicht. Gut, Fuchsmaske auf. Ich habe auch im letzten Part gerade erst von einem dieser komischen kleinen Typen hier erfahren, dass es noch eine Schießbude gibt. Obwohl ich dachte, ich hätte den Sumpf komplett aufgeräumt. Weg damit. Komm raus, Fuchs. Ich weiß immer noch nicht, wie man da drauf kommen soll, dass wenn man hier alle Grasbüsche zerstört, dass ein Fuchs kommt, wenn man die Fuchsmaske aufhat, aber gut. Wie lautet der Titel des Liedes, dass die Romani das mitten auf der... Ja, das ist ja Bonus Lied, das ist ja klar. Dann antwortet diese drei Estinge. Ja, rechts hin, das haben wir beim letzten Mal mitgekriegt. Und wie viele Kuhfiguren? Ah, das haben wir eben schon gehabt, das sind 10. Oh, wie hoch ist der Turm im Festplatz? Nein, warum stellst du mir jedes Mal diese Frage? Es sind 4! Ich habe jetzt 2 und 6 geantwortet. Leck. Dann machen wir den Fuchs halt nicht, aber die scheinen beide Füchse scheinen 5 Fragen zu stellen. Vielleicht ist es auch egal, bei welchem Fuchs man das macht.
Gut, dann schauen wir jetzt noch beim Hotel vorbei. Muss ich da irgendwas beachten beim Hotel? Oder einfach mit der Frau reden? Weil ich meine, ich habe schon mal mit der Frau geredet. Hasenohren möchte ich kurz. So. Nee, das, ich wollte nicht die Hasenohren. Ich bin schon wieder verwirrt. Ich wollte das Deko-Gesicht. So. Ins Gasthaus. Ich glaube, ich weiß schon, welche alte Dame gemeint ist. Das hier ist das Privatzimmer. Da vorne wohnt die Tänzerin. Diese hier. Dann war hier unten die Hand aus der Toilette. Und dann müsste hier die Frau sein. Weil da hinten kommt nur noch die Küche. Ja. Okay, mit dir soll ich sprechen. Oh, Tortus, ist deinem Vater geholfen und lass mir dir eine Geschichte vorlesen. Welche Geschichte möchtest du hören? Wie bis zum Morgen? Gehen die Geschichten so lang? Ich will aber eigentlich keinen Zeitsprung machen. Oder muss ich das mit den vier Giganten machen? Nein, mit der Maske. Mit der Maske? Der? Nee, der hat jetzt dieselbe. Oder Carfeis Maske. Nehmen wir kurz Carfeis Maske. Aber da hat die uns ja schon. Die nennt die uns halt anders. Dann nennt die uns nicht mehr Tortus, sondern nennt die uns Dutour. Wenn du dich ärgern, erzählst du den Lehrerin. Maske der Nacht. Ach, da schlafen wir ein, wenn wir das... Ach so, okay. Ja, ich weiß nicht, dass ich dabei einschlafe, wenn ich dazu höre. Sieht unglaublich hässlich aus, aber gut. Wenn so jemand vor mir stehen würde und eine Geschichte hören möchte, dann würde ich dem aber definitiv keine Geschichte erzählen. Ja, Vater gehört... Welche Geschichte soll ich denn nehmen? Karneval der Zeit oder die vier Giganten? Welche Geschichte soll ich da für die vier Giganten? Alles klar. Gut. Ein bisschen schwer vom Begriff, aber verstanden. Die vier Giganten, also, die Geschichte ist zwar ein wenig lang, aber sehr interessant. Also pass gut auf. Die vier Giganten, die Geschichte stammt aus einer Zeit, als die vier Völker noch vereint waren. Zu dieser Zeit lebten alle Wesen zusammen und die vier Giganten lebten unter ihnen. Am Tage des Festes zur Feier der reichen Ernte sprachen die Giganten zu den Leuten, wir werden nun schlafen und euch schlafend bewachen. 100 Schritte im Norden, 100 Schritte im Süden, 100 Schritte im Osten, 100 Schritte im Westen. Wenn ihr in Not seid, dann ruft uns mit lauter Stimme und tut uns euer Begehr kund, wie der Sturm hält uns gefangen. Oder der Ozean wird uns verschlingen, eure Rufe werden uns ereilen. Doch es gab einen, der diese Kundtuung gleichermaßen schockierte und traurig machte. Diese Viecher, ne? Ich habe keine Worte für das Design dieser Viecher. Ein kleiner Kobold. Bevor die Giganten die vier Welten erschufen, war der Kobold schon ihr Freund. Warum müsst ihr gehen? Warum bleibt ihr nicht hier? Er fühlte sich im Stich gelassen, so ließ er seinen Zorn an den vier Welten aus. Ständig quälte er die Menschen. Durch all dies Unglück stimmten sie ein Gebet an die Giganten an, die in alle vier Himmelsrichtungen in tiefen Schlummer lagen. Die Giganten hörten die Rufe und antworteten in dumpfen Grollen, »O Kobold, wir sind die Beschützer dieser Völker!« Dein Tun und Treiben ist von schlechten Gedanken beseelt. Verlass die vier Welten oder wir werden dich in Stücke reißen. Sehr nett auf jeden Fall. Nun war der Kobold noch erschrockener und trauriger. Seine alten Freunde hatte er nun endgültig verloren. Er verschwand jenseits des Himmels, so war die Harmonie nun wiederhergestellt. Die Völker waren froh und huldigten den Giganten wie Göttern. So lebten alle glücklich und zufrieden. Braver Junge, hast dir die Geschichte gefallen, Tortus? Was haben die Leute getan, um die Giganten zu rufen? Oh Gott, ich musste dazuhören. Die haben ein Lied gesungen. Ich hätte ja auch keine andere Auswahlmöglichkeit. Das ist richtig, doch man konnte dieses Lied nicht einfach irgendwie singen. 100 Schritte im Norden, 100 Schritte im Süden, 100 Schritte im Osten, 100 Schritte im Westen. Der Punkt, an dem sich die vier Giganten trennen, war genau in der Mitte dieser Stadt. Jetzt?
Wie, das war's jetzt? Chat? Hallo? Ich hab dem Ding zugehört. Scheint ja zu klappen. Soll ich doch den Karneval der Zeit noch machen? Ich warte mal ab. Okay, also entweder sollte das so nicht sein. Eigentlich sollte ich ein Herz erkriegen. Das ist ja super. Das ist ja toll, dass ich eigentlich ein Herz erkriegen sollte. Ich kann es auch noch nicht aus Versehen gemacht haben, weil ich die Maske gerade erst gekriegt habe. Ich mache den Karneval der Zeit noch. Du willst jetzt die Geschichte Karneval der Zeit hören. Befindet der Karneval wieder statt? Der sollte bla bla bla. Als die Geschichte dann wirklich lange mal sehen. Der Karneval der Zeit. Jedes Jahr beginnt die Zeit der Harmonie, wenn Sonne und Mond aufeinander ausgerichtet sind. Angedenk der Art und Weise in der Natur und Zeit ohne Unterlass fortschreiten, feiern die Völker der vier Welten auf dem Karneval eben diese Harmonien, bitten um ein fruchtbares Jahr. Schon seit jeher tragen die Menschen Masken, welche die vier Götter der vielen Welten darstellen. Nunmehr ist es zum Brauch geworden, dass jeder Besucher eine selbstgemachte Maske mitbringt. Man sagt, dass ein Paar, welches am Tage des Festes in den Bund der Ehe tritt und eine Maske als Zeichen seiner Einheit trägt, auf ewig glücklich bleiben wird. Der Uhrturm steht im Mittelpunkt des Karnevals. Am Vorabend der Feierlichkeiten öffnet sich die Tür zu seinem Dach. Von dort aus wird eine Zeremonie abgehalten, um die Götter zu rufen. Dies geschieht durch den Gesang eines alten Liedes. All diese Feiern und Bräuche dienen dazu, die Götter milde zu stimmen, sodass sie uns im folgenden Jahr eine reiche Ernte gewähren. Du warst sehr brav, dass alles tot ist. Sag, wann öffnet sich die Ehe am Vorabend des Festes? Das wusste ich auch vorher schon. Als Belohnung gebe ich dir was. Hey, wir müssen beiden Geschichten lauschen. Alles klar? Die Geschichte des Karnevals. Anjus Großmutter hat dir vom Karneval der Zeit und von der Geschichte der Stadt erzählt. Okay, das Ding ist hässlich. Ja, gut. Aber es gab ja auch nur eine Antwortmöglichkeit, also es war jetzt nicht so schwer, den zu antworten. Wahrscheinlich gäbe es diese eine Antwortmöglichkeit, aber nicht, wenn wir eingeschlafen werden. Oh, was bist du denn eigentlich? Naja, egal. Jetzt ist wieder Zeit vergangen. So lang war die Geschichte jetzt eigentlich nicht, dass die fast anderthalb Jahre Tage gegangen wäre. Oh, du hast wieder neue Informationen. In diesem Fall kann ich dir etwas Interessantes erzählen. Die Älteren in der Stadt müssten mehr darüber wissen. Die Mythen von Termina. Was heißt die älteren Leute in der Stadt? Ich habe, glaube ich, gerade mit der ältesten Dame in dieser Stadt geredet. Merkwürdig. Das sind alles Nebenquests, die ich noch nicht gemacht habe. Es gibt so viele Nebenquests in diesem Spiel. Sumpf soll ein Haus voller Spinnen geben? Noch ein Skulpturhaus? Was habe ich denn im Sumpf alles übersehen? Ich habe da eine Bogenschützhütte übersehen. Ich habe da irgendein Spielchen übersehen, was da sein soll, wenn das Giftwasser weg ist. Das habe ich auch als Information bekommen, als ich nicht da war. Und ich habe jetzt auch noch irgendwie ein Skulpturhaus übersehen. Ich habe ja richtig aufgepasst am Anfang des Spiels. Muss man mir lassen. Dann schnappe ich mir noch die Information von den anderen beiden Bombern. Also, hier. Okay, sie hätte mir erst gar keine Geschichte erzählt, wenn ich nicht wenn ich eingeschlafen wäre. Du hast noch bla 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 bla. Mehr wieder sauber ist, wie der Fischer anscheinend ein neues Geschäft eröffnen. Oh, ich hab's geahnt. Wir müssen den blöden Fischboss nochmal machen. Ich hasse den. Na, ich hab deine Mütze schon. Ich weiß gar nicht, wo du die wieder her hast. Bla bla bla. Oh, es gibt keine Informationen mehr. Heißt das, wir haben jetzt Informationen zu allen Nebenquests, die es in diesem Spiel gibt? Wenn der keine mehr hat. Dann haben wir oben noch ein paar offene Fälle. Noch zwei mit ihr. Ach ja, einmal am ersten Tage nachmittags der Corona. Dann müssen wir noch irgendwas nach dem Glücksbringer machen. Aber irgendwie konnten wir mit ihr nicht mehr sprechen, nachdem sie seine Gefühle kannte.
Das mit dem Brief haben wir eigentlich auch gemacht, dachte ich zumindest. Ach, hätte ich ihm noch erzählen müssen, dass wir den Brief an sie gegeben haben. Habe ich eigentlich. Da hat er uns nur erzählt, guck hier, da kann ich zu dem Typen hier reingucken. Aber dann mal Romas Auftrag. Kaffee hat die Fuchs.